Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Wir machen jetzt einfach mal weiter mit unserer Siedlerreihe und es geht nach wie vor um Virginia und ihren Mann Jonathan und ihr Leben. Ja, jetzt auf dem Lande, auf der Farm, oder ja, wo Jonathan ja Pferdezucht betreibt. Und ja, so ist es. Passiert immer wieder mal halt irgendwas, ne? Und mit den Pferden, Pferde sind ja, ja, Lebewesen logischerweise. Und da kann immer was passieren, dass einer krank wird und so. Und eine der Stuten ist tatsächlich auch krank geworden. Also die lahmt auf einmal ohne ersichtlichen Grund dafür. Und die kann er sie natürlich auch nicht verkaufen. Und Jonathan und Virginia, denen steht sozusagen das Wasser gerade so ein bisschen bis zum Hals, weil sie einen Kredit bezahlen müssen, können das aber natürlich nicht ganz so ohne weiteres machen, weil ja, die Pferde, die brauchen Zeit, um eingeritten zu werden, die müssen erstmal wachsen und alles, ne? Ja, und dann versucht Jonathan es wieder bei der Bank, Aufschub zu bekommen und kommt nach Hause. Und es waren keine guten Nachrichten, die Jonathan aus der Stadt zurückbrachte. Der Bankdirektor hatte zugestimmt, die Rückzahlung des Kredits um 3 Monate zu verlängern. Doch mehr könnte er beim besten Willen nicht tun. Und diese Zeit reichte nicht aus. Sie brauchten mindestens einen Aufschub bis zum nächsten Pferdemarkt im Frühjahr, bis alle Dreijährigen, insgesamt 8 erstklassige junge Pferde, solide angeritten waren und verkauft werden konnten. Für die nächsten beiden Jahre hatten sie die jetzt 1- und 2-Jährigen, die Jonathan noch von anderen Züchtern gekauft hatte. Und ein Teil der Stuten würde schon bald ihren ersten eigenen Fohlen bekommen. Die würden dann in 3 Jahren deutlich mehr Gewinn bringen als die gekauften Pferde. Ja, als sie gemeinsam frühstückten, bemerkte Virginia, die dem Fenster gegenüber saß, einen merkwürdigen roten Schein am Himmel. Das muss aber ein herrlicher Sonnenaufgang werden, bemerkte sie. Der Himmel ist bis zum Westen hin rot. Für den Sonnenaufgang ist es noch zu früh, erwiderte Jonathan mit gerunzelter Stirn und sprang vom Stuhl auf. Sein Gesicht wurde blass, als er das Fenster erreichte. Virginia sah, wie sich sein Körper straffte. Was ist? Fragte sie und stand auf, als er sich umdreht. Der Heuschober brennt. Ohne auch nur seine Jacke anzuziehen, stürzte er aus dem Haus und natürlich war alles vergebens. Die konnten auch nicht mehr löschen, weil erstmal auch nicht genug Wasser in der Nähe war. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, trockenes Heu brennt richtig gut. Ja, so ist das jetzt gekommen, dass sie das Futter sozusagen für die Pferde verloren haben. Und bis zum Frühling dauert es noch ein bisschen. Und ja, die Pferde, die sind zwar, ja, das sind Tiere, die auch ihr Futter selber suchen können, ne, mit den Hufen und so. Ich kenne da ein bisschen mich aus. Und ja, leider keine guten Nachrichten. Und Virginia, die denkt schon im Ernster darüber nach, dass sie alles hinwerfen sollten, verkaufen und in die Stadt ziehen, sich da eine Wohnung nehmen und so weiter. Ne? Versucht das auch Jonathan irgendwie zu verklickern sozusagen. Aber er ist natürlich damit nicht einverstanden. Er möchte immer noch an seinem Traum, ein Pferdezüchter zu werden, festhalten. Ja, und so ja, ein bisschen dicke Luft in der Familie. Am nächsten Morgen fiel es Virginia schwer, aus dem Bett zu kommen. Jonathan war bereits aufgestanden. Von unten konnte Virginia Mindys Stimme hören. Martha, die um 4 Uhr das letzte Mal gefüttert worden war, schlief noch. Virginia hoffte inständig, dass sie nicht aufwachen würde, bevor sie der Familie das Frühstück serviert hatte. Ja, und da plappert auch schon die kleine Mindy am Tisch und erzählt, dass sie einen schlechten Traum gehabt hat und dass ein Feuer war und so weiter und so fort. Die Erwachsenen klären sie ein bisschen auf, dass das, also kindgerecht natürlich, dass es kein Traum war. Ja, und so geht der Tag erstmal, ja, natürlich nicht so besonders gut weiter, weil, ja, das lastet doch natürlich sehr an den Erwachsenen vor allem, ne, weil die müssen irgendwie überleben und jetzt ist noch das Futter für die Pferde weg. Als Virginia ihre Tagesarbeit nachging, war ihr Herz schwer und das so offensichtlich, dass die kleine Mindy sie gegen Mittag fragte. Mama, hast du auch Angst vor dem Feuer? Virginia nickte nur. Ja,
Ja, sie hatte auch fürchterliche Angst vor dem Feuer und dass es ihrer Familie was antun konnte. Genau, und dann macht die Großmutter und die beiden Kinder machen Mittagsschlaf. Virginia macht dann das, was bei ihr liegen geblieben ist. Das ist halt immer so mit den kleinen Kindern. Schafft man nicht so viel und man muss dann die Zeit nutzen, wenn die schlafen. Kenne ich sehr gut aus Erfahrung. Und auf einmal klopft es an der Tür. Wer ist das in aller Welt? Doch noch bevor sie ihren Gedanken zu Ende gedacht hatte, öffnete sich die Tür und Jenny stand da. Auf einmal war Jenny wieder da. Ja, Jenny geht's nicht so gut. Ihr Mann Hayden hat eine neue und will sich jetzt doch endgültig von ihr scheiden lassen. Und ja, was macht man, wenn es einem nicht gut geht? Natürlich geht man zu der Freundin, ne, die man sonst eigentlich nicht beachtet. Ne? Jenny ist ja so ein egoistischer Mensch, die kümmert sich um nichts, außer es geht ihr nicht gut und die braucht dann halt jemanden, ne? Und ja, die beiden Frauen reden miteinander und dann auf einmal bittet Jenny Virginia, ihr einen Gefallen zu tun. Einen Gefallen? Jenny wurde rot. Wenigstens hat sie noch den Anstand, rot zu werden, wenn sie mich ausnutzt, dachte Virginia. Und was für ein Gefallen soll das sein? Forschte sie, als Jenny nicht weitersprach. Jennys Röte vertiefte sich. Nun, du behauptest doch immer, dass Gott Gebete erhöht. Erhört. Virginias Herz begann schneller zu schlagen. War Jenny endlich an dem Punkt, dass sie sich Gott zuwenden wollte? Virginia merkte, wie ihre Augen feucht wurden. Sie nickte. Ja, das tut er, sagte sie weich. Nun, ich hätte gerne, dass du für mich betest. Oh, Jenny, du ahnst nicht, wie oft ich darum gebetet habe, dass ich diese Worte von dir höre, dachte Virginia mit frohem Herzen. Jenny fuhr fort. Ich will, dass du betest, dass Gott mir Hayden zurückbringt. Virginia stand wie vom Schlag getroffen. Was? Wofür soll ich beten? Ich brauche ihn, Virginia. Ich brauche ihn wirklich. Virginia wurde ganz elend zur Mutter, doch irgendwie schaffte sie es, zum Herd zu gehen und den Kaffee zu brühen. Wirst du es tun? Wollte Jenny wissen. Virginia schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, Jenny. Du hast immer gesagt, dass er antwortet. Das tut er auch, unterbrach Virginia sie. Aber du meinst, dass er es für mich nicht tun würde, stimmt's? Ich weiß es nicht. Weil ich eine Sünderin bin, fiel Jenny ihr ins Wort. Antwortet er deshalb nicht auf mein Gebet? Aber ich bete ja nicht, Virginia, du betest. Du bist keine Sünderin, dir wird er antworten. Deshalb bin ich gekommen, ich habe es versucht. Ehrlich, ich habe versucht zu beten, aber er antwortet mir nicht. Virginia, die dabei war, den Kaffee einzugießen, sah kopfschütteln auf. Sie fühlte sich schwach und war sicher, dass sie blass aussah. Würdest du es denn tun? Verblüfft sah Jenny sie an. Was? Wenn du Gott wärst, würdest du so ein Gebet beantworten? Jenny sagte nichts. Würdest du jemandem eine solche Bitte erfüllen, wenn du wüsstest, dass er nur betet, damit er kriegt, was er will, und dir dann wieder den Rücken kehrt? Nun, das hast du doch vor, Jenny, nicht wahr? Du willst, dass Gott dir Hayden zurückbringt, damit ihr beide so weitermachen könnt wie bisher und ein Leben führen könnt, aus dem Gott ausgeschlossen ist und bei dem ihr tun könnt, was ihr wollt, ohne auf euer Gewissen zu hören. Hast du das nicht so geplant? Jenny warf ihr nicht mehr richtig roten Locken zurück und warf Virginia einen Blick abgrundtiefer Verachtung zu. Ich denke, ich hab's nicht nötig, mir von dir zu sagen zu lassen, wie ich leben soll, Virginia. Sie stand vom Stuhl auf und ging quer durch die Küche zum Fenster, den Rücken steif vor Ärger. Abrupt drehte sich Jenny um. Nun gut, du hast recht, ich möchte mein Leben nicht ändern. Mir gefällt mein Leben, meistens. Wenn Hayden zurückkäme, wäre ich glücklich. Zumindest wäre ich glücklicher, als ich es jetzt bin. Aber wenn dein Gott nicht gewillt ist, jemandem zu helfen, wenn er am Boden liegt, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt etwas mit ihm zu tun haben will. Wer braucht ihn denn schon? Ich, sagte Virginia mit Nachdruck, ich brauche ihn. Und er hilft einem Menschen, wenn er ganz unten ist. Er tut es dauernd. Wir alle machen solche Zeiten durch. Gott hat mich in solch einer Zeit noch nie im Stich gelassen. Er ist aber nicht dazu da, dass wir ihn für unsere Lust und Launen oder unsere eigenen Absichten in Anspruch nehmen und ihn ansonsten links liegen lassen. Dann wäre er wie eine Glücksfee oder ein ganzjähriger Weihnachtsmann. Gott ist weitaus mehr an deinem Seelenheil interessiert als daran, wie glücklich du bist. Er möchte, dass dein Leben mehr als nur eine ständige Party ist, bei der man am Morgen einen Kater hat. Oh Jenny, wenn du nur begreifen würdest, wie gut das Leben wirklich sein kann.
Ginnys Kopf fuhr hoch. Du hast gut reden. Du bist in einem richtigen Zuhause aufgewachsen. Deine Mutter ist nicht auf und davon gegangen und dein Vater ist nicht ständig betrunken nach Hause gekommen. Nun, bei mir war das so und ich kann es nicht ändern. Mein ganzes Leben lang hat mich das verfolgt. Kannst du das nicht einsehen, Virginia? Ich bin, wie ich bin, weil das Leben mich so gemacht hat. Ich kann mich nicht ändern. Ich habe keine Wahl. Das stimmt nicht. Solange es einen Gott gibt, gibt es eine Wahl. Jenny, er hat uns erschaffen. Also sie unterhalten sich weiter und Virginia versucht es Jenny klarzumachen, dass Gott eigentlich kein Lückenbüßer ist, sondern ja, der sich tatsächlich auch kümmert und nicht nur darum, dass du jetzt immer glücklich und zufrieden bist, sondern dass deine Seele halt heil ist. Ne? Und das versucht sie ihr irgendwie klarzumachen. Ja, klappt natürlich nicht wirklich, aber wenigstens hat Virginia in dem Fall dann ihre Meinung jetzt gesagt. Jenny blieb 3 Tage bei ihnen. Während der ganzen Zeit ignorierte Mindy sie und Jenny versuchte nicht, dem kleinen Mädchen näher zu kommen. Virginia wusste nicht, ob sie traurig oder froh sein sollte, dass die beiden sich fremd blieben. Möchtest du Mindy sagen, dass du ihre richtige Mama bist? Hatte sie Jenny gefragt, als sie am ersten Abend vor dem Kamin saßen, nachdem Mindy zu Bett gebracht worden war. Jenny hatte aufgesehen und langsam den Kopf geschüttelt. Ich glaube nicht, dass das der Wahrheit entspricht, hatte sie schließlich gesagt. Soweit ich sehen kann, bist du ihre wirkliche Mama. Ich habe sie nur geboren. Virginia fühlte, wie ihr die Tränen kamen. Sie hat sich verändert, fuhr Jenny fort. Du bist gut für sie gewesen, Virginia, du und Jonathan. Am besten ist wohl, wir lassen es so. Es würde nur ein Durcheinander geben, wenn wir ihr sagen, dass ich ihre Mama bin. Vielleicht, wenn sie älter ist. Wir werden sehen. Ja, und dann fährt Jenny wieder weg. Virginia, die wird nachdenklich und meint dann, ja, kann nicht schlafen und geht dann nachts durchs Haus und kämpft innerlich mit sich selber und dann, ja, entscheidet, gewinnt, sage ich mal, ihr Glaube und sie betet die ganze Nacht ganz, ganz inbrüstig für ihre Familie, für ihre Kinder, für ihren Mann und für alle. Ja, und dann ist es so, dass die Oma, also Frau Wieses, die bekommt das natürlich mit, wie es den beiden jungen Leuten geht, auch finanziell. Und auf einmal eines Tages, sie hat immer noch Gips am Bein, ne, will sie aber in die Stadt gefahren werden. Das ist natürlich ein bisschen kompliziert, ne? Auch so logistisch, sag ich mal. Versuch mal, so eine etwas kräftiger gebaute ältere Frau mit Gips in ein Auto erstmal zu verfrachten. Haben sie es aber geschafft. Sie wollte zu einer Bekannten gebracht werden und dann ein paar Stunden später abgeholt werden. Und in der Zeit war Virginia bei ihren Eltern mit den Kindern. Ja. Und dann erwartet die beiden eine Überraschung. Frau Wieses verkauft das Haus, in dem sie vorher gewohnt hat, ne, das neben Virginias Eltern ist. Denn der Sohn von dieser Annie, bei der sie zu Besuch war, also diese Mrs. Cadbury, der will das Haus schon lange haben. Die ältere Dame hat sich aber bis jetzt immer so gewehrt so dagegen. Und jetzt hat sie sich doch entschieden, das Haus zu verkaufen und in ein Altersheim zu gehen. Und ja, erstmal sind natürlich die beiden, also Virginia und Jonathan, dagegen. Aber ja, können sie sich auch gar nicht so richtig wehren, weil die ältere Dame besteht ja drauf, dass sie das Haus jetzt verkauft hat. Das war ja sowieso schon zu spät. Die hat das alles schon erledigt, als sie bei der Freundin war, bei der Bekannten. Und gibt das meiste Geld, was sie für das Haus bekommen hat, den beiden. Also Virginia und Jonathan für die Farm, damit sie nicht verkaufen müssen, damit sie wieder Futter kaufen können, damit sie ihre Pferde behalten können und so weiter. Genau, du hast das Haus verkauft und Jonathan glaubte nicht richtig gehört zu haben. Ich habe mir außerdem überlegt, dass ich mir, sobald der Gipsverband ab ist, ein Zimmer im Seniorenheim nehmen werde. Virginia beugte sich in ihrem Stuhl vor. Oh Großmama, das kannst du doch nicht tun. Warum? Nein, hört mir erst einmal zu. Ich weiß, dass ihr mich hier aufnehmen würdet. Ich bin aber überzeugt, dass ihr schon genug zu tun habt. In gewissem Sinne freue ich mich sogar drauf. Ich habe vom Rechtsanwalt, deinem Vater Virginia, in den Vertrag schreiben lassen, dass du aus meinem Garten von jeder Pflanze, die dir gefällt, einen Ableger bekommst. Ach, Großmama, war alles, was Virginia sagen konnte. Und ich habe auch etwas für dich, mein Junge.
fuhr Großmutter Wieses vor. Ich weiß, wie schwierig alles für euch war, der Anfang hier, die Rückschläge mit der Stute und dem Feuer und all das. Ich habe vom Käufer zwei Checks verlangt. Einer ist für mich, damit ich unabhängig bin, der andere ist für dich. Ich hoffe, dass es euch weiterhilft, bis du auf die Beine kommst. Das kann ich nicht annehmen, Großmama, sagte Jonathan, bevor Virginia eine Möglichkeit hatte, vor Freude aufzuschreien. Sein Gesicht war aschfahl und entschlossen. Und warum nicht? Es wäre nicht recht, es ist dein Geld. Ich nehme an, wenn es mir gehört, kann ich damit tun, was ich will. Aber nur hör mal gut zu. Denkst du, die paar Dollar, die ich für das kleine Haus bekomme, reichen je aus, um dich dafür zu entschädigen, dass du deine Heimat im Westen verlassen hast und hierher gekommen bist, um nach mir zu sehen? Denkst du, es entschädigt Virginia dafür, dass sie täglich meinen Nachttopf ausgeleert und mich gewaschen und sich mit einer bettlägerigen alten Frau abgeplagt hat, wo sie ohnehin schon so viel zu tun hatte, dass sie rennen musste, um alles zu schaffen? Ich weiß, dass man für Liebe nicht bezahlen kann. Es ist aber etwas, was ich tun kann. Und deshalb möchte ich es auch tun. Bitte, Jonathan, bitte nimm mir nicht das Vergnügen. Nur so kann ich mich bei euch bedanken. Ja, das war natürlich eine riesige Überraschung für alle Beteiligten. Und ja, nachdem diese große Last von den Schultern sozusagen genommen wurde und auch durch ihre ins Reine kommen mit sich und Gott, ne, dieses nächtliche Kampf, dieser nächtliche Kampf, den sie mit sich innerlich ausgefochten hat, die Virginia, und wieder mit Gott vor allem ins Reine gekommen ist, das hat einiges bewirkt. Virginia konnte kaum glauben, wie sehr sich die Atmosphäre im Haus verändert hatte. Oder war sie es, die sich verändert hatte. Noch immer brachte jeder Tag mehr Arbeit, als zu bewältigen war. Doch ihre Einstellung zu den Aufgaben und den verschiedenen Familienmitgliedern hatte sich so sehr geändert, dass selbst mühsame Pflichten eine neue Bedeutung erhielten. Oft nahm sie sich nachmittags die Zeit, mit Großmutter Wesers Tee zu trinken. Manchmal spielten sie eine Partie Dame. Manchmal lasen sie gemeinsam ein Buch und manchmal machten sie Handarbeiten. Oft saßen sie auch nur da, nippten an ihrem Tee und unterhielten sich. Virginia war überrascht, wie erfrischt sie sich dann fühlte, wenn sie wieder an ihre Arbeit ging. Jonathan besuchte den Bankdirektor noch einmal und zahlte seinen Kredit zurück. Um seine Tiere durch den Rest des Winters zu bringen, kaufte er Futter von einem Farmer im Ort. Jetzt konnte er gewiss sein, dass seine Dreijährigen in erstklassigem Zustand zum Pferdemarkt gehen würden. Mindy begann wieder mit Jonathan den Stall aufzusuchen und fütterte wieder die Hühner, die Katzen und Möwe. Ja, Mindy hatte sich ja nach der Geburt von Martha, ja, ich sag mal, ein bisschen entthront gefühlt, war richtig eifersüchtig und sozusagen, um ihre Mutter zu bestrafen und ihren Vater zu bestrafen, hat sie aufgehört, ihre Pflichten, die sie vorher, so ein Dreijähriger, ne, so ein kleines Kind, aber immerhin hatte sie tatsächlich vorher immer die Hühner gefüttert morgens, den Hund gefüttert und auch mal ja, Jonathan zu den Pferden begleitet und so. Und dann hat sie ja alles eingestellt. Die wollte nichts helfen, nichts Gutes sozusagen ihren Eltern tun, weil sie eben die Martha behalten haben, ne, und nicht weggegeben haben, wie sie das verlangt hatte. Ja, und dann ist der Moment gekommen und Gipsverband wird abgenommen bei Frau Wissers und die läuft dann, darf auch wieder endlich aufstehen und bekommt einen Stock, mit dem sie gehen kann, ne, zu Hilfe. Von da an bestand Mindy darauf, ihren eigenen Stock zu haben. Jonathan schnitt ihr eine aus einem Ast, von dem er die Rinde entfernt hatte. Sie nahmen mit, wo sie auch ging. Als Großmutter Wilsers im Haus herumzulaufen begann und sich dabei auf ihren Stock stützte, lief Mindy neben ihr her, stützte sich ebenfalls auf ihren Stock und hinkte mit ihr im Gleichschritt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie süß das aussieht. Vom Frühjahrsmarkt kam Jonathan mit strahlendem Gesicht nach Hause. Es hörte sich an, als hätten seine Pferde einen recht guten Eindruck auf die Käufer gemacht. Wenn die schon denken, dass diese gut waren, sollten sie erst einmal Cinnamon sehen, sagte Virginia, das ist die Stute, die lahmt. Cinnamon lahmte noch immer ein wenig, doch das tat ihrer Schönheit kaum Abbruch. Sie war ein großartiges Pferd mit perfektem Körperbau, kräftig und doch elegant und dazu noch die ungewöhnliche Farbe, die in ihr ihren Namen eingebracht hat. Ich habe über Cinnamon nachgedacht, sagte Jonathan langsam. Ist dir bewusst, dass ich sie verkauft hätte, wenn sie in Ordnung gewesen wäre?
Virginia nickte. Man muss schon sagen, Gott wirkt auf seltsame Weise. Ich habe das Gefühl, sie wird als Zuchtstute langfristig eine Menge mehr einbringen, als wenn ich sie in diesem Jahr verkauft hätte. Ja, die sind stolz und glücklich. Sie haben Pferde. Es kommen demnächst noch mehr. Also werden eigene Fohlen auch geboren diesmal. Und nicht nur dazu gekauften Pferde. Also die, das wächst so ganz langsam, die, diese Rentsch, ne, so Pferderentsch. Was habe ich denn jetzt? Haar im Mund. Die Pferderentsch wächst langsam. Ja, und dann passiert auf einmal doch ein Unglück. Und zwar nicht mit den Pferden, sondern mit dem Hund. Sie haben ja auch einen Hund, ist ein Murphy, heißt er. Und er hat eine schlechte Angewohnheit. Er liebte es, die Pferde zu jagen. Ständig musste Jonathan ihn von der Koppel vertreiben. Was Murphy für ein großartiges Spiel hielt, war für die Pferde ein gewaltiges Ärgernis. Ihm wird noch einmal von einem Huf der Schädel eingeschlagen, wenn er damit nicht aufhört, brummte Jonathan unwillig und ging wieder einmal hinaus, um den Hund zu rufen. Ja, und bis dahin hat es auch immer ganz gut geklappt, dass der Hund nichts abbekommen hat, aber irgendwann mal ist auch die Glückssträhne vorbei und auf einmal wird der Hund richtig schwer verletzt, also richtig schwer. Und Virginia hat schon Angst, dass er nicht überlebt. Hier, oh nein, ist er. Er atmet noch, aber er ist ziemlich schwer verletzt. In seiner Schulter knirscht dann, wenn ich sie bewege. Ja, und dann rufen sie, Veterinär ist leider nicht so in der Nähe, also rufen sie den Onkel von Virginia, der Menschenarzt ist, und müssen den Hund operieren. Mitten in der Küche, auf dem Tisch, dafür lässt sie die Oma, die kleine Maus, also Mindy, mitnehmen und die gehen dann erstmal unendlich lange spazieren, machen ein Picknick und so weiter und so fort. Und Virginia, die kann bei der OP gar nicht so richtig mitmachen, mithelfen, weil ja, das Baby und so, das übernimmt dann auch Jonathan. Auf jeden Fall, der Hund überlebt. Der lebt noch eine ganze Zeit lang, ziemlich also lange bei der Familie, aber er hängt dann ab da, ne? Wenn er, als er dann endlich wieder gesund war, ne? Also alles verheilt war, humpelt der Hund natürlich, weil so ganz hundertprozentig kann man so einen Bruch bei einem Hund nicht richten, auch mit einer OP nicht, vor allem weil da wirklich die Schulter, die war komplett zertrümmert. Da waren ganz viele Knochensplitter und alles, wie so da im Buch steht. Ich erspare euch die Einzelheiten. Auf jeden Fall, ab da ist er schlauer geworden. Der hat dazugelernt und lässt die Pferde dann auch in Ruhe. Ja, nur Mindy, die ist natürlich neugierig erstmal, weil riecht es mal in der Küche ganz komisch nach Desinfektionsmitteln und so weiter und Blut und so. Und dann am nächsten Morgen will sie die Hühner füttern gehen und den Hund, und auf einmal ist der Hund gar nicht da, weil die ihn natürlich in eine Garage oder irgendwie in so einen Schuppen hingebracht haben. Die müssen ihn auch erstmal eine ganze Zeit lang ruhig stellen mit Medikamenten, damit er sich nicht zu viel bewegt. Denn man kann natürlich bei dem Hund auch nicht so ganz, vor allem so Schulter, gipsen, ist ja auch klar. Ja, hier, Mindy erledigt ihre morgendlichen Pflichten und kam eilig zurück. Murphy ist nicht draußen, berichtete sie, die Augen vor Sorge weit aufgerissen. Jonathan wechselt einen schnellen Blick mit Virginia, er nahm das Kind und setzte es auf seinen Schoß. Murphy ist gestern verletzt worden. Du weißt doch, wie gern Murphy die Pferde ärgert. Mindy nickt ernsthaft. Gestern hat er wieder getan und eins der Pferde hat ihn getreten. Schlimm? Ja, schlimm. Ist er gebrochen? Ja, in der Schulter ist ein Knochen gebrochen. Wie bei Großmama? Nun, nicht direkt wie bei Großmama. Murphys Bruch war an einer Stelle, wo Onkel Larry keinen Gipsverband machen konnte. Ist er immer noch gebrochen? Onkel Larry hat ihn so gut wie es ging ganz gemacht, aber er ist noch immer sehr krank. Wir wissen noch nicht, ob er gesund wird. Kann ich ihn sehen? Er muss jetzt ganz viel Ruhe haben. Später kann ich dich vielleicht zu ihm bringen. Ja. Es war ein sehr langer, mühseliger Weg für Murphy, doch am Ende war er fast so gut wie neu. Das Fell wuchs nach und verdeckte die Narbe und schließlich rannte er wieder, wenn auch leicht hinkend, auf dem Hof herum. Er ging nie wieder in die Nähe der Pferde, sondern bellte sich höchstens aus sicherer Entfernung durch den Zaun an. Ja, dann kam der Sommer
und zu Ende irgendwann mal auch. Virginia hatte mehr denn je zu tun, als die Sommerente aus dem Garten verarbeitet werden musste. Großmutter Wiesers steuerte ein paar extra Hände und jahrelange Erfahrung dazu bei. Stunde um Stunde saßen sie am Küchentisch und bereiteten Gemüse oder Früchte für den Kochtopf oder für die Einweggläser vor. Und während sie arbeiteten, unterhielten sie sich. Schon bald fühlten sich die Regale im Keller mit bunten Gemüse- und Früchtegläsern, die sie durch den Winter bringen würden. Wenn Virginia endlich ins Bett fiel, war sie erschöpft, aber zufrieden. Die Nächte schienen niemals lang genug zu sein. Schon nach einigen kurzen Stunden musste für die hungrigen Mägen das Frühstück auf dem Tisch stehen, die üblichen Hausarbeit erledigt und weiter eingeweckt werden. Genau. Die kleine Maus Martha, die wächst dann natürlich auch, die fängt schon an, sich überall hochzuziehen. Und Mindy hilft dann, wo sie kann, auf die Kleine aufzupassen und schrie wie am Spieß, wenn sie das Baby in Gefahr glaubte. Virginia war dankbar für die Hilfe nicht, aber für das Geschrei. Sie versuchte Mindy zu sagen, dass die auch kommen würde, wenn sie leiser rief. Doch Mindy geriet jedes Mal in Panik, wenn sich das Baby irgendwo begab, wo sie eine Gefahrenquelle vermutete. Virginia und Großmutter Wesers wurden oft durch Mindys plötzliche Schreie erschreckt. In solchen Augenblicken wäre man dankbar für eins dieser modernen Hörgeräte, bemerkte Großmutter Wesers trocken. Das könnte man wenigstens abstellen. Dann ist es soweit. Großmutter geht's besser. Die kann auch ohne Stock laufen. Und dann kommt der Moment, wo sie in das Seniorenheim umzieht. Genau. Alle sind traurig, aber die hat sich fest entschlossen und das kann man dann auch nicht mehr ändern. Es wird Zeit, dass ihr euer Haus für euch alleine habt. Ich werde mich in der Stadt wohlfühlen. Das gibt mir auch die Möglichkeit, ein paar alte Freunde wiederzusehen. Und Mrs. Cadbury hat versprochen, einmal in der Woche zum Tee zu kommen. Ja. Und so passiert es, dass die alte Dame auszieht und in ein Seniorenheim geht. Ja. Und der Alltag geht dann weiter als Familie, ohne jetzt zusätzlichen Familienmitglied. Es kommt wieder alles zum alten Alltag, sage ich mal so, bevor die Großmutter gestürzt ist und für mehrere Monate bei der Familie einziehen musste. Und dann schläft auch die kleine Martha durch irgendwann mal und zieht in das Zimmer zur Mindy, was natürlich die Große total in Begeisterung ausbrechen lässt. Die freut sich richtig, dass sie ihr Zimmer dann mit der kleinen Schwester teilen kann. Und so normalisiert sich alles. Und ja, genau, in den ersten Tagen des Entwöhnungsprozesses, also, und dann ist auch an der Zeit, die kleine Martha von der Brust abzugewöhnen. Und das war natürlich ein Krampf, weil, ja klar, ich kenne das, versuch mal ein Baby von der gewohnten Fütterungsquelle abzugewöhnen, ist nicht ganz so einfach. Gab es auch mehrere Nächte mit Geschrei und Protest und schlaflos und alles. Und irgendwann mal ist es aber dann auch erledigt gewesen. Und die Kleine hat sich damit abgefunden, dass sie normal essen muss und nicht mehr Muttermilch bekommt. Ja, ich denke mal, an dieser Stelle mache ich jetzt Schluss. Es war ganz schön viel heute, glaube ich, was ich so erzählt habe. Wir sind auch fast durch mit dem dritten Band. Ich denke mal, nächstes Video und wir sind dann fertig und gehen zum letzten Band aus der Reihe weiter. Ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn die Bücher zu Ende sind, worüber ich euch da jetzt weiter erzählen soll. Ihr könnt mir ja Vorschläge machen, in welche Richtung das gehen soll, ob ihr da jetzt irgendwie solche Bücher auch weiterhin vorgelesen und erzählt bekommen wollt. Ja, ihr Lieben, ich denke mal, für heute reicht es. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende, auch wenn das Wetter überhaupt nicht danach aussieht. Es regnet auch immer wieder zwischendurch. Naja, was weiß man, kann es nicht ändern. Wir machen das Beste draus. Ne? Ja, macht's gut, ihr Lieben. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.